Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Ja, Leute, unser schöner Sonderschüler hat einen neuen Podcast ins Internet gepimmelt, na egal. Ja, und weil ich mir den nicht alleine anhören kann, ziehe ich euch da wieder mit rein. Wir schauen bzw. hören, ich mach mal hier Ding. Obwohl, das ist sehr schön, oder? Ich bin mal wieder stolz auf meine Artist-Künste. Ich bin auch ein doller Typ. Lel. Ja. Leute, wir schauen bzw. hören das beim Ehrenbruder Spiegellord. Link selbstverständlich in der Videobeschreibung. Genau wie zu vielen anderen geilen Kaspern. Schaut da mal rum. Da ist der Uti, der heilige Ofenkäse, der Just Nero, der Roxo, der Annette Mulle, der Fuddel. Alle sind sie da. Influencer, der kein Mensch mehr ist. Und so weiter. Alle sind sie da, Leute. Rendern hochladen. Und so weiter und so weiter. Mad Dog, Darkwing. Jetzt aber gut. Grüße und Liebe gehen raus an euch alle. Ja. Wir hören uns den nächsten Teil des Podcasts an. Es geht diesmal um seine ersten 3 Jahre in der Schule. Also die erste Klasse, denke ich. Denke ich. Glaube ich, darum geht's dann ja, ne? Ach, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich bin gespannt, ob wir... Ich habe mir mal so ein paar Videos nochmal durchgehört. So an Sachen, die ich mich erinnert habe, die er aus seiner Kindheit erzählt hat. Wo er zum Beispiel erzählt hat, dass er eine Kündigung für die Schule geschrieben hat und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob das alles noch kommt. Ob das alles, ob er das alles vergessen hat mal wieder. Oder ob das noch kommt. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Letztes Mal hat er vergessen, dass er fast gestorben ist. Mal schauen, mal schauen. Gestern der Streamer, den lade ich gleich runter, wenn ich da hinbe bin. Und dann packe ich den auf die Cloud. Da könnt ihr den dann runterladen oder anhören oder sonst irgendwas. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß. So, ich würde sagen, wir gehen in den Podcast. Habe wegen Angst, aber let's go. Metal Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Rainer, es heißt, ach komm, wie oft habe ich schon gesagt? Er hört einfach nicht auf mich. Ja, was soll man groß erzählen heute? Rainer, wenn du nicht weißt, was du erzählen kannst, drück jetzt einfach wieder auf Stopp und lass gut sein. Haben wir einen neuen Podcast. Ich habe mir überlegt, wie ich den ganzen anfange. Bevor wir mit dem Thema loslegen, heute geht es ja um die ersten 3 Jahre in meiner Schulzeit, wollte ich kurz mal auf die Aussagen der Leute eingehen bezüglich der letzten Kommentare. Kam in den letzten Kommentaren vielleicht, dass du irgendwas vergessen hast? Also zunächst mal, mir ist bewusst, dass die Audioqualität jetzt nicht überragend ist. Das ist gut, Rainer, aber warum machst du das denn dann, wenn du das weißt? Warum änderst du denn nichts daran? Aber euch sollte bewusst sein, dass ich aktuell nur ein Headset besitze mit einem Laptop und da braucht man nicht wirklich darüber nachdenken. Natürlich ist die Audioqualität für den Eimer im Vergleich zu meiner früheren Qualität die... Im Vergleich zu meiner früheren Qualität... Das kann man sich nicht ausdenken. Ich habe mal ganz kurz was rausgesucht, und zwar vom lieben ZDK. Vergleicht mal den Sound. Sofort die Bilder auf Discord stellt und damit auch im Nachhinein bewiesen hat, dass jeder mir immer vorgeworfen, Rainer, du hast keine Freundin. Solltest du eine Freundin haben, würdest... ZDK nimmt auch mit einem Headset auf. Man sieht also, das kann eigentlich ganz gut funktionieren. Rainer, woran liegt's denn bei dir? Ich mit meinem ganzen Zeug hatte. Aber ich habe nun mal nicht mehr dieses Equipment aktuell. Ich kann schlecht einen ganzen PC mit Bildschirm, mit Tastatur, mit Maus, mit... Rainer, eine Tastatur, ein Bildschirm, eine Maus macht jetzt für den Sound keinen so großen Unterschied. Mauspad mit... Auch das Mauspad nicht. Tausenden von Kabeln mit einem riesigen Mischpult mit... Das riesige Mischpult war, was hatte der da? Also das hat er sowieso nie benutzt, nur wenn er mal seine Dulli-Stimme angemacht hat. Was waren das? 6x6 Zentimeter oder so?
Ja, das war sein riesiges Mischpult. gigantischen Audio-Sound-Equipment sowie Greenscreen-Hintergründen, Lampen und so weiter mit. Leider auch Greenscreen-Hintergrund und Lampen beeinflussen jetzt nicht die Tonqualität. Einfach ein gutes Headset nehmen, dann kannst du dich auch ruhig an den Laptop setzen. Das ist völlig, geht völlig fit. Das funktioniert nun mal nicht. Aufgrund dessen versuche ich schon so einfach wie irgend möglich das Ganze zu gestalten und Ja, das hast du ja, da warst du ja nie drum, ne, da warst du ja nie dabei, alles so einfach wie möglich zu machen. Einfach, schnell, Hauptsache, es ist dahin gemacht und hochgeladen. Das war schon immer so sein Ding, ne? Was er, die Leute sagen, Rainer, immer die Audioqualität ist für die Binsen. Und er sagt Rainer, ja, aber ich kann keinen Greenscreen und Bildschirm und Mauspad mitnehmen. Ja, Rainer, ist doch egal. Ist doch egal, nimm ein vernünftiges Headset, damit funktioniert. Das haben wir gerade bei ZTK gehört. Ne, das kann funktionieren. Aber Rainer geht dann in die Offensive und erzählt alles, was er alles hatte und nicht mitnehmen kann. Was überhaupt keinen Sinn macht. unter anderem eben möchte ich auch versuchen, das Ganze so zu gestalten, dass ich eben trotzdem eine halbwegs vernünftige und hörbare Atmosphäre schaffen kann. Ja, Ziel verfehlt, würde ich sagen. Natürlich, wie gesagt, ist es halt leider nicht so der Fall. Ich habe kein besonders gutes Headset und ich habe auch nur momentan. Rainer, das ist doch das Einzige gerade, worauf es ankommt. Du hast kein besonders gutes Headset. Rainer, geh in den nächsten Laden und hol dir ein neues. Oder kauf eins bei Amazon. Lass dir was einfallen. Das ist doch dein Beruf. Ich kann doch nicht als Handwerker irgendwo zu einem Kunden gehen und der sagt mir, bringen Sie mir bitte das Regal hier an. Da sagt er, gut, sagt der Handwerker, das könnte ich machen, wird aber nicht so gut aussehen. Ich habe nämlich keine besonders gute Bohrmaschine. Ne, kann schon sein, dass die Löcher ein wenig schief werden. So, das kannst du, wenn das dein Job ist. Wenn du das als dein Job bezeichnest, dann kann das keine Ausrede sein. Nicht die Möglichkeiten, mir eins zu besorgen. Ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland. Lel. Bin aktuell ja schon auf einer Insel. Wo genau, spielt ja keine Rolle. Ja gut, für ihn gehört Franken nicht zu Deutschland, ne? Also Bayern gehört nicht zu, Franken gehört nicht zu Bayern, Bayern gehört nicht zu Deutschland. Also ist er anscheinend nicht in Deutschland, auf irgendeiner Insel. Wahrscheinlich irgendeine Verkehrsinsel nähe Nürnberg oder so? Man weiß es nicht. Man kann nur spekulieren. Und letzten Endes ist es im Moment dann wirklich so, dass ich da halt einfach einige Probleme habe, was die Audioqualitäten angeht. Das ist aber auch nachvollziehbar, wenn man. Nein, es ist nicht nachvollziehbar. Geh in den Laden, kauf dir ein vernünftiges Headset und nimm's normal auf. Das ist nicht nachvollziehbar, Rainer. Nein. Drüber nachdenkt, weil ich kann schließlich nicht immer alles mitschleppen. Ich habe einen Laptop und ich habe ein Headset. Ja, kauf dir ein vernünftiges Headset, dann läuft das. Ich habe eine Maus und ein Mauspad und das war's. Mehr habe ich nicht. Ja. Gut. Natürlich habe ich noch mein Kameraequipment, aber das ist auch jedes Mal das Problem, das jedes Mal mitzuschleppen. Das ist jetzt keine kleine Handcam oder keine kleine Legria Mini wie früher. Nein, Rainer hat so eine riesen, wisst ihr, so auf so Ständern wie in so Talkshows hier auf so rollende Kameras, wisst ihr? Wo sich einer draufstellen muss. Wie beim Fußball, so an der Seite, so eine riesige Cam, wo einer noch so in dem Stuhl sitzt und die Cam mit seinen Füßen steuert. So eine Cam hat Rainer. Die sowieso nicht mehr funktioniert. Ich habe die zwar noch, aber die funktioniert nicht richtig. Gut, kommen wir zum heutigen Thema. Wir hatten in den letzten Folgen mal als kleinen Rückblick darüber gesprochen, meine Geburt, wobei wir über die Geburt natürlich weniger gesprochen haben, sondern mehr als mein Leben als Kleinkind. Eigentlich haben wir auch weniger darüber gesprochen. Du hast eher darüber gesprochen, wie der Kindergarten aussah. Und dann haben wir über die Zeit im Kindergarten gesprochen. Und heute geht es um meine ersten 3 Jahre als meine ersten 3 Jahre in der Schule. Genau. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ja, Rainer, dann sprich darüber zu uns. Zunächst mal muss man darüber sprechen, wie genau ist mein Leben eigentlich verlaufen? Also, Rainer, das erzählst du uns jetzt seit Jahren. was habe ich in meinem Leben Sag ruhig, falsch gemacht, sag ruhig. gemacht oder Sag es ruhig.
Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Ah, schön. Dankeschön. Glaskugel-Egger am Schlüssel. Ist auch immer wieder so ein bisschen die Debatte, die halt von Hatern und auch von Fans und Zuschauern und auch von neutralen Menschen immer wieder gemacht wird und gefragt wird, was hast du falsch gemacht in deinem Leben? Nein, das ist nicht ganz richtig. Eigentlich wird dir gesagt, was du falsch gemacht hast. Und dann ignorierst du das und antwortest darauf, als wenn es eine Frage gewesen wäre, und machst dann erwäng den Helikopter. Das ist meine Meinung. Ich erinnere mich an den ersten Schultag noch ganz genau. Ich erinnere mich an das, was gesagt wurde. Ich erinnere mich an das, was ich gemacht habe. Ich erinnere mich an sämtliche Details, auch wie ich mich gefühlt habe und alles. Ich erinnere mich nicht mehr an den Morgen, aber ich erinnere mich an die Zeit im Bus, beziehungsweise an den Ende der Busfahrt. Also hier möchte ich mal kurz eingreifen. Der erste Schultag, die Einschulung. Da kriegt man noch eine Tüte, eine Schultüte. Die Eltern kommen mit dir in die Schule, machen viele Fotos und so weiter. Ich glaube, keiner von uns. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr Bus fahren musstet. Ich glaube, keiner von uns wurde am ersten Schultag in den Bus gesetzt, einfach so. Und die haben gesagt, so, fahr mal in die Schule. Also er scheint sich an irgendeinen Tag zu erinnern, aber nicht an den ersten Schultag. Und dann die ersten paar Stunden in der Klasse. So ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich im Bus gesessen war und ich habe damals eine Hose angehabt, eine schwarze Jeanshose. Glückwunsch, du hast deine Hose angehabt. Ich bin sehr stolz auf dich. Das war meine Lieblingshose. Die hatte auch, ich weiß nicht mehr, ob es links oder rechts war. Auf einer Seite hatte sie auf dem Knie einen orangen T-Rex. Und auf der anderen Seite einen rosanen, warum auch immer rosa, einen Triceratops. So. Und mich hat im Bus einer geärgert. Und jetzt weiß ja gut wie jeder, dass ich extrem fantasievoll bin und eine Extrem fantasievoll kann man es ausdrücken. Man könnte aber auch den Lügenkopter ansprechen. Ne, wenn jemand lügt, dann kann man sagen, oder wenn man dann sagt, hey, du hast gelogen, dann kann er auch antworten, in diesem Fall anscheinend, ich bin nur sehr fantasievoll. Okay. große Masse an Fantasie in meinem Leben habe und auch Du hast auch an sich eine große. Nein, natürlich. gerne nur benutze und alles. Jetzt habe ich damals in meiner kindlichen Dummheit gesagt zu einem älteren Schüler, der war 2 Jahre älter als ich oder ein Jahr älter, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war der ein bisschen älter als ich. Und dann habe ich damals zu dem gesagt, wenn der nicht aufhört, mich zu ärgern, dann kommen die beiden Schutzgeister. So ungefähr habe ich es, glaube ich, ausgedrückt. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du Schutzgeister gesagt hast. Ich glaube, ich habe nicht genau diesen Wortlaut verwendet, aber Du hast wahrscheinlich gesagt, dann kommen die beiden Dinosaurier. so in der Art habe ich es damals gemeint. Da kommen meine beiden Schutzgeister, das ist der T-Rex und der Triceratops, und dann mache ich sie ihn platt, so ungefähr. Leute, jetzt möchte ich mal kurz was sagen. Er sagte, er hat in seiner kindlichen Dummheit anscheinend irgendwelche Tiere erfunden. Und hat das anderen gesagt. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass er uns mit 32 Jahren erzählen wollte, dass ein Kumpel am ASB Löwen zu Hause hatte. Löwen. Am ASB. Löwen. Und damals hat er das in seiner kindlichen Dummheit gesagt. Das waren seine Worte, nicht meine. Jetzt frage ich mich, wie hat er das denn jetzt gesagt, als er 32 war? Ja, das ist natürlich schon mal das erste Manko gewesen, weswegen ich dann oft verarscht wurde. Kein Wunder. Jetzt einmal ganz ehrlich, wenn ein Kind sagt, gleich kommen meine beiden Dinosaurier, meine Flickentiere hier und verhauen dich, schwierig. Muss man dazu sagen, dass ich Entschuldigung. Ist unser Reini müde? Ein kleines Müdi-Reini?
Es ist noch recht früh gerade. Ja, 16 Uhr morgens kann mal passieren, dass man noch müde ist, ne? Lell. Ich muss dazu sagen, dass ich neben den ganzen, wie drücke ich das aus? Ich habe neben dem ganzen Mist, den ich erzählt habe und so weiter und der Fantasie, die ich damals viel verwendet habe. Er sagt nicht, dass er gelogen hat, ne? Dieses Wort Lüge benutzt er nicht. Er sagt, ich habe viel Fantasie verwendet. Gut, okay. Habe ich heutzutage auch beim Rückblick bemerkt, dass ich sehr, oder was heißt, damals habe ich es auch schon gewusst, ich habe damals immer sehr schnell geweint. Also Du hast damals schon gewusst, dass du sehr schnell geweint hast. Nicht schlecht. Krass, dass du das erkannt hast. wenn mich jemand genervt hat, geärgert hat, geschlagen hat, wenn mich jemand, ja, es war ja dann mal viel nötig früher. Es war nicht viel nötig. Ich habe relativ schnell geheult. Und Kleiner Fun Fact, das ist heute auch noch so. das war natürlich für viele immer so ein gefundenes Fressen. Na so, oh, schaut mal an, Gefühle, emotional, bla, der muss sofort fertig gemacht werden, so ungefähr. Nein, Rainer. Das heißt meist, guckt euch das mal an. Das ist der kleine Dulli, der gesagt hat, die Dinosaurier kommen gleich und beschützen ihn. Ne? Also jede Art von Empathie, jede Art von Sensibilität, jede Art von Gefühlen wurde da im Keim erstickt. Und Nur, dass es ist, er redet nicht von einem Knast oder so, oder von der Sonderschule, auf die er später, das ist die Grundschule, ne? In der jede Art von Emotion im Keim erstickt wurde. Kannst du dir auch nicht ausdenken. sehr viele Schüler. Aber auch der ein oder andere Lehrer hat im Laufe der 10 Jahre, in denen ich in der Schule war, insgesamt immer wieder so ein bisschen darauf herumgehackt und so. Natürlich, die Lehrer haben darauf herum. Selbstverständlich. Glaube ich sofort. Lell. Es gab positive Menschen und es gab negative Menschen. Und es gab Löwen. Und die Ironie ist, dass ich in den 10 Jahren in der Schule, vor allem in den ersten 7 Jahren, in der Zeit habe ich damals oft so wenige Freunde gehabt und habe immer so viele Probleme gehabt und bin so oft angegriffen worden von Leuten. Merkst du das mit den Freunden und den Problemen, Rainer? Merkst du, dass sich das bis heute nicht geändert hat? Sehr wenig Freunde, null bis gar keine. Viele Probleme, viel bis sehr viele. Das Einzige, was konstant geblieben ist, Rainer, ist deine Fantasie, meine ich. Deine Fantasie. Dass ich irgendwann geheult habe, wenn mir jemand geholfen hat. Nicht irgendwie aus Trauer, Angst, Zorn oder Wut oder sonst was, sondern einfach aus der Tatsache heraus, dass es halt ungewöhnlich war für mich. Es war ungewöhnlich, es war merkwürdig und es war vor allem für mich einfach dieses unglaubliche Gefühl der Freundschaft, der Hilfe, der Wahrscheinlich war es eher so, dass dann gesagt wurde, ich brauche deine Hilfe nicht, ich weiß besser, wie das geht, geh weg. Und dann hat Reinhard sich so da reingesteigert, dass er angefangen hat zu weinen. So glaube ich, ist es passiert. wie ich das erklären soll, wie ich dieses Gefühl in Worte fassen soll. Dann lass es doch am besten. So, sorry. Ich brauchte gerade eine kurze Pause. Für mich ist die Tatsache, dass mir überhaupt jemand beigestanden hat, jemand was Positives über mich gesagt hat oder jemand was Positives für mich gemacht hat oder zu mir gemacht hat, war für mich damals ein so emotionaler Zustand, eine so emotionale war so extrem emotional für mich, dass ich damals hergegangen bin und auch schon dafür losgeheult habe. Wenn das wahr ist, ne, dann tut ihr mir als Kind wirklich super leid. Ein Kind sollte halt immer Geborgenheit fühlen. Zu Hause, also wenigstens zu Hause. Dass man sich geborgen fühlt als Kind, das ist halt super wichtig. Auch für den kompletten Rest deines Lebens ist das wichtig. Das Verhältnis zu deinen Eltern, das Verhältnis zu deiner Familie. Jedes Kind sollte sich geliebt fühlen, sicher fühlen, geborgen fühlen. Das ist halt für jedes Kind unglaublich wichtig.
Das heißt allerdings nicht, dass ich das als Entschuldigung nehmen würde für die Art, die er heute hat. Ne? Es gibt viele Leute, die hatten keine schöne Kindheit und die sind nicht kriminell geworden oder Nationalisten oder was weiß ich, egal was. Die führen heute trotzdem ein gesundes Leben und so. Und sind auch gute Eltern. Ja, das gibt's alles. Also ich finde, das ist keine Entschuldigung. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin ja die ersten 3 Jahre nach Dietersheim gekommen, in die Schule. Meine ganzen ehemaligen Kindergartenkameraden, meine ganzen anderen Kameraden, die ich aus der Schule oder aus dem Privatleben kannte, die haben alle in Imskirchen, waren die alle in Imskirchen im Kindergarten. Quatsch, in der Schule. Im Kindergarten war ich ja auch in Imskirchen. Aber in der Schule waren alle in Imskirchen, in der Grundschule. Vielleicht hast du es dahin einfach nicht geschafft, weil auch deine Zeit als Kindergartenkind, da scheinst du ja auch sehr fantasievoll und so weiter gewesen zu sein. Da hat man vielleicht gedacht, auf eine normale Schule ist vielleicht nicht die beste Idee. Da kommt er vielleicht nicht zurecht. Und in dieser anderen Schule, ich kannte niemanden. Und ich meine wirklich niemanden. Nicht eine einzige Person, die ich gekannt habe, war mit mir zusammen in der Schule, die ich aus dem Kindergarten kannte. Und das hat für mich natürlich die Sache immer schwieriger gemacht. Und damals war es für mich so, dass ich das Gefühl hatte, weil ich ja durch meine Eltern auch oder durch meine Mutter vor allem, wurde ich ja in diese Lage gebracht. Und für mich war das damals so, man will mich wegschaffen. So, man will mich wegschaffen, man will dafür sorgen, dass ich weggeschafft werde, dass ich nicht, man will mich nicht. Das war Problem ist, dass Rainer heute noch ähnlich denkt. Er hat sich in dieser Sache einfach nicht sehr viel weiterentwickelt. Er denkt sich wahrscheinlich heute noch, man wollte mich da wegschaffen. Er denkt nicht so weit, dass er selber sagen würde von sich aus, vielleicht hätte ich die anderen Kinder, wenn ich mit denen zusammen in die Schule gegangen wäre, irgendwie, ja, der Unterrichtsstoff hätte mich für mich alleine langsamer ablaufen müssen. Also bin ich auf eine andere Schule gekommen. Die anderen waren vielleicht ein bisschen weiter als ich. Vielleicht wurde auch einfach ein Jahr zu früh eingeschult oder so, aber seien wir ganz ehrlich, wir wissen, wie er heute ist. Der hätte zwar noch 5, 6 Jahre warten können. Und ja, Zeit hilft nicht immer. Einfach dieses Gefühl von, man will mich nicht. Das ist natürlich Blödsinn. So, meine Mutter wollte in dem Sinne das Gute für mich. Das weiß ich heute. Das wusste. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Das tut mir leid. Reini, da habe ich dir Unrecht getan. Du weißt heute, dass es gut für dich war und so weiter. Ich entschuldige mich. -5 Punkte für Arni. Vielleicht auch damals, aber für mich ist damals halt die Sache einfach gewesen. Ich bin einfach schlicht nicht. Ich habe mich einfach nicht gewollt gefühlt. Hätte er jetzt auch gleich hinterher geschoben. Ich war damals einfach nicht fit genug für diese Schule. Jetzt ohne Spaß. Ich hätte jetzt vielleicht nicht den Kanal gewechselt und ihm ein Like gegeben oder so. Aber ich hätte nichts Negatives sagen können. Das wäre jetzt ein richtig positiver Schock gewesen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir halt denke, ja, was soll man da jetzt groß zu sagen? Ne? Ich weiß nicht, Rainer, du machst den Podcast. Letzten Endes ist es so. Ich für meinen Teil habe mich damals verlassen gefühlt, was dadurch Das hat er jetzt wie oft schon erzählt? Verstärkt wurde, dass ich von Leuten zusätzlich in der Schule jeden Tag fertig gemacht wurde. Ich habe die ersten 10 Jahre oder ich habe die ersten 8 Jahre in meiner Schulzeit eigentlich nichts anderes als Leid, Schmerz und Trauer erfahren. Es gab natürlich auch Ausnahmen. Was natürlich, ne, vielleicht das sagt er jetzt nicht dabei, was vielleicht nicht zu 100% den anderen Mitschülern zugeschrieben werden kann. Ne, wir wissen, Kinder sind nicht immer toll, Kinder sind nicht immer freundlich untereinander. Und wenn dann natürlich eins davon erzählt, hier gleich kommen die Dinosaurier, dann wird es halt schon schwierig für dieses eine Kind. Aber so im Großen und Ganzen war das so ein bisschen das Problem. So, Schulzeit. Da waren wir eigentlich jetzt die ganze Zeit.
Also im Kindergarten, in der Schule war es so, dass ich innerhalb der Schule so unglücklich war und so daneben, das war alles so daneben für mich, dass ich dann hergegangen bin. Und ich glaube, in der zweiten Klasse war es, da habe ich eine Kündigung geschrieben. Tatsächlich erzählt er die Kündigungsgeschichte, Leute. Glaskugel Egger. Rainer hat's nicht vergessen. Ehre. Nein, Ehre nicht. Aber Respekt. Ja, auch nicht. Aber ihr wisst, ich finde es ein bisschen krass, dass er sagt, es war in der zweiten Klasse. Wir wissen, wie er heute schreibt. Ich glaube nicht, dass er in der zweiten Klasse dazu in der Lage war, eine Kündigung zu schreiben. Es war wahrscheinlich eher so sechste, siebte Klasse. Und ja, das macht es wahrscheinlicher, ne? Auch ich hätte in der zweiten Klasse, war ich glaube ich nur nicht so gut, dass ich von alleine irgendeine Kündigung hätte schreiben können. So ohne Hilfs-, ja, doch ohne Hilfslinie kann man in der zweiten Klasse schon schreiben. Es ist halt schon zu lange her. Ich glaube nicht, dass es in der zweiten Klasse war. Jetzt denken sich alle, hä, was, eine Kündigung? Du kannst doch eine Schule nicht kündigen. Ja, das wusste ich damals aber nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser dafür war, meine Mutter oder irgendwas. Ich habe Da hat die einfach gesagt, ich soll Hausaufgaben machen, habe ich Kündigung geschrieben. mir damals eingebildet, mein Vater meine ich, ich habe mir damals eingebildet, dass ich doch hergehen könne und die Schule kündigen. Ich konnte im ganz minimal schreiben. Eigentlich konnte ich nicht schreiben, das, wenn ich darüber nachdenke. Hast du auch gemerkt, ne? Eigentlich konnte ich nicht schreiben, aber ich habe eine Kündigung geschrieben. Denken wir jetzt nochmal drüber nach, war es vielleicht nicht die zweite Klasse? Ich glaube ihm, dass er das gemacht hat, wirklich. Glaube ich ihm. Er hat das ja schon mal erzählt, war davon auch ziemlich fest überzeugt und erzählt es jetzt wieder, wenn er versucht, sich an etwas zu erinnern. Ich glaube ihm das. Aber ich glaube halt nicht, dass es die zweite Klasse war. Und ich glaube, jetzt fällt ihm auch langsam auf, dass er auch zweifelt, dass es die zweite Klasse war. Vor allem so, wie ich heutzutage schreibe und damals geschrieben habe, um Gottes Willen. Okay. Reini, sind wir gerade auf einer. Ne? Ich will das nicht. Lass das. Allein in den letzten 10 Jahren habe ich mich so viel verbessert und das, obwohl ich nicht mehr in der Schule bin, was. Schwierig, 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 schwierig. Wir haben seine Blog-Einträge gelesen, leider. Wir haben Nachrichten gelesen, wir haben gelesen, wie er in Videos noch irgendwas einblendet und so weiter. Nee, Leute, das glaube ich nicht, dass er in den letzten 10 Jahren besser geworden ist. Wenn ich überlege, er war vor 10 Jahren noch schlechter und dann nochmal vor 8 Jahren oder so noch schlechter, dann würde ich sagen, wäre nicht ein einziges Wort lesbar dabei rausgekommen. Nicht eins. Merkwürdig ist, weil irgendwie habe ich lustigerweise besser gelernt zu schreiben, wie ich nicht mehr in der Schule war, als wie ich in der Schule war. Und das, obwohl ich keinen Lehrer mehr hatte. Vielleicht haben mich die Lehrer da auch so sehr unter Druck gesetzt, ich weiß es nicht. Rainer, mittlerweile sagst du immer, du liest sehr viel. Wenn das wirklich so ist, lernst du natürlich auch besser schreiben. Ne? Du lernst durch Lesen, lernst du besser schreiben, natürlich. Du kennst die Worte besser. Du lernst dich besser auszudrücken und so weiter. Das Problem ist bei dir, dass ich nicht so richtig glaube, dass du liest. Und auf jeden Fall war es so, dass es damals, ja, die Schule hat mich so eingeschränkt und alles. Und ich habe damals dann eine Kündigung geschrieben, habe damals geschrieben, ich weiß auch noch, wie ich mich gefühlt habe. Also ich habe damals geschrieben, sowas Ähnliches wie, ja, ich habe jetzt genug in der Schule gelernt. Ja, nach 2 Jahren in der Schule hat er genug in der Schule gelernt, das reicht jetzt. Ähnliche Sprüche gab es, wann war es, 2019? Da war er so 29, 30. Ähnliche Sprüche gab es, er hat schon 3 Jahre oder 3,5 Jahre gearbeitet in seinem Leben. Das ist jetzt auch genug. Ne? Auch in dieser Hinsicht würde ich sagen, fand keine große Weiterentwicklung statt. Ich werde jetzt. Man hat es auch ständig an seinem Grundstück gesehen. Ne? Wenn er mal aufräumen wollte, ja, der eine Plastiktüte weggenommen, der Rest sah aus wie Kraut und Rüben, hat gesagt, so, das reicht jetzt. Oder Rasenmähen. Bruder, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja, der hat den Rasenmäher aus dem Schuppen geholt, hat sich dahingestellt, hat gesagt, so, reicht jetzt und hat ihn wieder reingestellt.
Das ist zumindest meine Erklärung dafür, warum es aussah wie im Regenwald bei ihm. Die Schule, ich möchte die Schule jetzt hier an der Stelle abbrechen, das war in der zweiten Klasse, und möchte dann in Zukunft mit meinem Papa arbeiten gehen, so ungefähr. Meine Vorstellung war halt damals, weil mein Papa mich ab und zu mal mit dem Mischer mitgenommen hat. Kleiner Fun Fact, er denkt heute noch, dass er in diesem Alter schon gearbeitet hat. Ne? Denkt er heute noch. Sagt er zumindest ständig. Dass ich dann halt einfach bei meinem Papa mitgehe und da helfe mitzuarbeiten und alles. Dazu muss man sagen, dass ich ja schon von klein auf dem Hof geholfen habe und im Garten geholfen habe und alles. Das kann man natürlich jetzt nicht wirklich als Arbeit bezeichnen, was man heutzutage als Arbeit, wo man Geld verdient, bezeichnet. Auch so kann man das nicht wirklich als Arbeit bezeichnen, Rainer. Und was heißt, du hast geholfen? Seien wir mal ganz ehrlich, diejenigen von uns, die Kinder haben, die wissen, dass wenn man irgendwo im Garten arbeitet und die Kinder denken, sie helfen, ja, dann dauert's meist ein wenig länger. Das ist so. Aber schon als kleines Kind habe ich halt mehr als eine Aufgabe im Haus und Garten und Hof übernommen. Zwinker, Zwinker. Zumal wir früher noch Wiesen und Äcker und alles hatten und auch die neben der Arbeit von meinem Vater auch noch ein bisschen bewirtschaftet haben. Jetzt. Ja, und da sie keinen Trecker hatten, hat Rainer sich halt hier die Ketten umgeschnallt, den Pflug hinten dran und dann ist Rainer mit 4 Jahren übers Feld gebügelt, ne? Und hat da das Feld beackert. Lell. Das ist halt irgendwie im Stil, lass mal was verkaufen. Aber groß, Kartoffeln und so weiter haben wir selber angebaut, zum Beispiel. Für den Eigengebrauch natürlich. Wenn das hier so weitergeht, brauche ich auch was für den Eigengebrauch. Allerdings nicht Kartoffeln. Ja. Und wir haben auch viel Heu gemacht. Heu und Stroh haben wir sehr viel gemacht, weil wir ja... Jetzt kommen wir dem Thema schon näher. Spaß. Schafe hatten damals, das habe ich ja in der letzten oder vorletzten Folge mal erzählt. Wir hatten ja sehr viele Schafe, wir hatten später dann auch noch ein Pferd. Rainer, du hast noch vor nicht allzu langer Zeit hast du auch noch ein Schaf gehabt in deinem Leben. Ein sehr liebes, ein sehr tolles. Videoreihe ist bei mir auf dem Kanal. hier oben rechts, seht ihr das jetzt? Hier oben, da geht's dahin zu dieser wunderschönen Reihe. Ne, ich kann verlinken, ich bin Profi-YouTuber. Da ist immer noch ein Schaf. Wir hatten Enten und Tauben und Hühner. Wir hatten viele Tiere eigentlich. So Hasen hatten wir auch noch. Genau. Und damals war es auch so, dass meine Oma halt auch noch viel gemacht hat. So. Meine Oma lebte ja auch mit im Haus. Ne? Neben meiner Mutter und meiner Schwester gab es meinen Vater und meine Oma. Und mich natürlich. Ja, dass das natürlich nicht besonders gut ankam, brauche ich nicht zu erzählen. Heutzutage würde man so eine Aktion vermutlich als Hilfeschrei betrachten. Oder als ein wenig nicht so schlau. Ne? Dass die meisten Kinder keine Lust haben auf Schule. Seien wir mal ganz ehrlich, hatten wir alle damals nicht. Wären auch lieber zu Hause geblieben, hätten Super Nintendo gespielt oder so. Oder PlayStation oder was weiß ich. Ich bin ja schon mal älter. Ich habe da halt dann ja am NES gehangen. Damals wurde drüber gelacht. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe. Es war damals so, ich habe da, glaube ich, noch nie groß drüber gesprochen. Doch, hast du schon. Sonst hätte ich nicht am Anfang des Videos davon geredet. Aber mach's ruhig nochmal. Damals war es auch so, dass ich diese Kündigung geschrieben habe. Und ich habe mich damals, als dann darüber gelacht wurde, dieses Schreiben hat meine Lehrerin dann meiner Mutter mitgegeben. Und meine Mutter hat es dann meinem Onkel, meiner Tante, meinem Patenonkel, meinen Nachbarn und dein Mädel-Patenkind. Allen möglichen Leuten gezeigt und alle haben darüber gelacht. So. Heutzutage würde man das, wie gesagt, als Hilfeschrei betrachten, wenn ein Kind, vor allem in der zweiten Klasse, das fast jeden Tag oder eigentlich täglich heulend nach Hause kommt, weil es einfach permanent von nahezu jedem angegriffen, verletzt und emotional misshandelt wird. Problem, da hat er eigentlich recht. Ne? Wenn ein Kind heutzutage weinend nach Hause kommt von der Schule, fragt man erstmal, was war los. Dann erzählt das Kind dann
das und dann versucht man natürlich zu helfen. Klare Sache. Was ich hier allerdings glaube, ist, dass auch, wir kennen es ja heute, ne? Da läuft jemand an der Straße vorbei, vor ein paar Monaten, da läuft jemand an der Straße vorbei und Rainer sagt, der hat mich angegriffen. Es kann auch sein, dass Rainer schon früher, ne, wie er selber sagt, viel Fantasie hatte und halt immer Wolf geschrien hat. Und dann waren die Eltern irgendwann ein bisschen wie Herr Müller und haben das nicht mehr so recht geglaubt. Dann sowas macht, dann würde man doch erstmal drüber nachdenken. Aber es wurde nichts dagegen unternommen. Das war bei mir, kann ich mal kurz erzählen, sorry. Wenn ich keinen Bock auf Schule hatte, habe ich gesagt, oh, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Bauchweh, oh, ich will zu Hause bleiben, bitte, bitte. Und irgendwann nach genug Quengeln haben meine Eltern mich dann ab und zu Hause behalten, sagen dann aber hier, du bleibst im Bett und so weiter. Klar, ne, das hat natürlich eine halbe Stunde gehalten, dann ging es mir auf magische Art und Weise wieder besser. Und als ich mal wirklich richtig Bauchschmerzen hatte, haben sie mich in eine Schule geschickt. Ja, wer war daran schuld? Natürlich ich selbst. Na klar. So, dann habe ich da in der Schule, es war dann so weit, dass ich mich in der Schule, muss ich dann reiern und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt. Und meine Eltern haben sich dann am Ende schlecht gefühlt. So, oh nee, jetzt haben wir den Jungen in die Schule geschickt, obwohl er krank war und so weiter. Am Ende, eigentlich waren die aber nicht schuld. Das war meine eigene Schuld. Weil ich es halt vorher provoziert habe. Zumindest nichts, was ich irgendwie beurteilen könnte, dass wirklich was unternommen wurde. Ich bin also die letzten Jahre dann weiter in diese Schule gegangen, insgesamt 3 Stück, was für mich einen neuen emotionalen Ausbruch bedeutet hat, war dann, als ich in die höhere Schule gekommen bin, also in die Mittelstufe sozusagen. Das heißt, in 3 Schulen, Rainer, ich weiß nicht, warum es bei den 3 Schulen waren, dass du 3-mal eine Chance gehabt hast, neu anzufangen, dein Image zu überarbeiten, nicht der Dulli zu sein, der viel Fantasie hat, wie du es nennst. Du hast 3-mal die Chance gehabt, neu anzufangen und anscheinend jedes Mal verhauen. In die 4. Klasse, das erzähle ich jetzt hier schon mal, das erzähle ich aber in der nächsten Folge mit Sicherheit auch nochmal kurz. Ja, mach ruhig. Hast du wenigstens ein bisschen Content? Lell. Es ist nämlich so, dass die ersten 3 Schuljahre, also die erste, die zweite und die 3. Klasse, in der Schule von Diedersheim in 3 Jahren gemacht, also die erste und die zweite Klasse werden in 3 Jahren gemacht. Das bedeutet, man teilt den Stoff von der 1. Klasse und der 2. Klasse in 3 Jahre auf. Schwierig. Ich glaube nicht, dass die 1. und 2. Klasse 3 Jahre dauern. Vielleicht hat man ihm das so erzählt. Und er hat dann gefragt, warum dürfen die anderen denn schon in die 3. Klasse gehen und ich muss nochmal in der 2. bleiben? Ja, ja, das teilt sich in 3 Jahre auf. Natürlich. Zwinker, zwinker. Das macht die Sache ein bisschen schwierig, denn wenn man dann in die Mittelstufe kommt, wenn ich zum Beispiel in die Hauptschule nach Amskirchen gekommen wäre, hätte ich die 3. Klasse trotzdem nochmal wiederholen müssen. Und genauso war es dann auch, wie ich nach Bad Windsheim gekommen bin. Ich bin nach Bad Windsheim in die Schule gekommen und da war es dann auch so, dass ich die 3. Klasse ein zweites Mal machen musste. Rainer, nur du oder alle anderen auch? Nicht, weil ich sitzen geblieben bin. Das musste jeder machen, der mit mir... Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, kann sein, dass er deswegen irgendwie auf gerade eine Sonderschule kam, wo halt dann wirklich alle hinkamen, die nochmal die 3. Klasse machen mussten. Ich weiß es nicht. Eigentlich macht man nur die ersten 4 Jahre in der Grundschule und dann ab der 5. auf der nächsten Schule. So kenne ich es. Kann sein, dass sich das geändert hat. Kann natürlich sein, dass sie ihn nach der 3. Klasse... und deswegen muss er wahrscheinlich auch weiter weg, weil es nur da so eine Schule gab für solche Kinder. Und die mussten dann alle nochmal in die 3. Klasse irgendwie. Das ist das, was ich mir nur vorstellen kann. So kann ich es mir erklären. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. ...in der Schule war. Und wir mussten alle zusammen die 3. Klasse nochmal machen. So, ich habe mich dann angestrengt, weil ich keine Lust hatte, die 3. Klasse ein drittes Mal zu machen. Und ich wollte nicht sitzen bleiben. Und wir hatten Schüler, die sitzen geblieben sind. Und wir haben dann die 3. Klasse nochmal gemacht. Und, Also so wie er das jetzt erklärt hat, wie ich das verstanden habe, haben die den Stoff der 1. und 2. Klasse 2-mal nochmal in der 3. Klasse gemacht, oder wann? Ich verstehe es irgendwie nicht. Er erklärt das ganz merkwürdig.
Es kann sein, dass er immer noch nicht dahinter gekommen ist, dass er vielleicht gesagt haben, no, wäre besser, wenn der den Stoff nochmal wiederholt. Ich weiß es nicht. Ob er immer noch denkt, das wäre normal. Aber okay. Ja, das erkläre ich dann das Beste in der nächsten Folge nochmal. Ich musste ein drittes Mal machen. Allerdings nicht, weil ich sitzen geblieben bin. Er musste dreimal die dritte Klasse machen. Aber nicht, weil er sitzen geblieben ist. Rainer, ist hier wieder ein wenig Fantasie dabei? Ich war in der vierten, obwohl es eine 3-4 war. Das ist ein bisschen komplizierteres Thema. Das erkläre ich in der nächsten Folge. Auf die Nummer bin ich gespannt. Gut. Wir können nicht weiterreden. Wir hatten in der Schule einen Typen, der hieß Patrick. Das war Patrick ist Mayonnaise. Nein, komm. In der ersten, zweiten, dritten Klasse. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der kam erst in der zweiten Klasse dazu oder so ähnlich. Und mit dem haben wir uns dann... Ja, wir wollten dann die Schule schwänzen. Wir wollten dann mit ich glaube, 8 oder 9 wollten wir die Schule schwänzen. Wir haben uns dann unten im Keller einen Sportraum. Und da sind wir in dem Sportraum gewesen und haben überlegt, wie wir abhauen könnten, was wir machen könnten, keine Ahnung. Und hatten überhaupt keinen Plan. Ja, also wir sind dann da irgendwie durch die ganze Schule gerannt und haben überlegt, wie wir aus der Schule rauskommen, ohne jetzt irgendwas zu machen, obwohl wir eigentlich einfach zur Vordertür hätten rausspazieren können. Wir haben das ein bisschen wie Knast angesehen. War vielleicht auch so eine Art Spiel, ich weiß es nicht mehr. Scheint so. Kinder haben nun mal Fantasie. Die meisten nicht so viel wie Reini, wie er es behaupten würde, aber okay. Auf jeden Fall war damals das so, dass es ich war und sein älterer Bruder und er. Ich, sein älterer Bruder und er. Das heißt, er, sein älterer Bruder und ich. Utti, Alter. Na, es lernt sich jemand so arscht. Ohne Spaß, Utti, wenn du das hier hörst, hast du. Sogar Rainer weiß das. Rainer, ich bin positiv überrascht. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich bin positiv überrascht. Genau. Und das waren dann letzten Endes so die. Entschuldigung. Das waren dann so die Zusammenhänge. Genau. Na gut, wirklich mehr zu erzählen gibt es, glaube ich, gar nicht. Das Video geht noch 2 Minuten. Bezug. Ich habe diese 3 Jahre eigentlich nur mit sehr viel Schmerz und Leid ertragen. War nichts im Vergleich zu den darauf folgenden Jahren, aber für mich ist es wirklich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit gewesen. Ich hatte keine Freunde in der Schule, bis auf einen, mit dem ich dann auch bis zum Schluss in der Schulzeit befreundet war. Rainer, war das der Freund, mit dem du... Ne? Wir kennen die Geschichten. Bruder, muss weg, hab Nasenbluten. Obwohl ich dann auch da einige Jahre später immer weniger Kontakt zu ihm hatte und es dann alles außerhalb der Schule war, weil die anderen... Es war halt so, er war beliebt, ich war unbeliebt und innerhalb der Schule musste er natürlich einen gewissen Ruf bewahren. Ja, dann scheint es ein sehr guter Freund gewesen zu sein. In den ersten 3 Jahren war das kein Problem, aber das ging dann nach der Schule, ging das dann weiter. Und keine Ahnung, ach, das war alles ein bisschen merkwürdig so. Daniel, bist du es? Ich weiß nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Ansonsten war die Schulzeit... Eigentlich so wie immer. Wir hatten viel Sport, wir hatten... Und Rainer war der Beste im Sport, ne? ...verschiedene Unterrichtsmaterialien. Ich weiß noch, dass wir uns viel über Dinosaurier unterhalten hatten. Das war damals so ein bisschen dieses typische Standard. Für viele Jungs oder Kinder an sich sind Dinosaurier was Tolles. Für mich damals auch. Dinosaurier waren super als Kind, ne? Große Klasse. Ich habe zwar nicht geglaubt, dass sie mich beschützen werden, aber hey... Vor allen Dingen habe ich es nicht erzählt. Schwierig. Worüber man sich so unterhält. Im Großen und Ganzen dürfte ich damit erstmal mit der heutigen Folge durch sein. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Die nehme ich jetzt hier auch gleich im Anschluss auf. Die nächste Folge ist dann meine Erlebnisse außerhalb der Schule. Da gehe ich ein bisschen drauf ein, wie ich mich gefühlt habe und wie meine Situation war, außer... Rainer, du hast dir schon 500 Mal erzählt, wie du dich gefühlt hast. Verlassen und alleingelassen.
außerhalb der Schulzeit. Also wenn ich quasi von der Schule angekommen bin und so weiter. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Ja, Leute, das war's. Ich muss sagen, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Zwinker, zwinker. Nee, ein, zwei Mal hat er mich echt überrascht. Muss ich heute einfach mal eingestehen. Kann man auch mal machen. Gut, Leute, ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das mit mir gegeben habt. Alleine wäre es schwierig geworden. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ganz viel Liebe an euch. Mad Love.